Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Heute ist jemand im Let's Play dabei. Wo ist der Spiel? Ja, und das ist der Robin. Den ihr kennt. Und du musst ein bisschen. Wow, scheiße! Scheiße, hinten ist eine. Ich mach das jetzt mal auf meinen Computer hier. Da hinten ist eine Eingeborene. Und wir starten gleich mal wieder mit der Flucht. So, ich muss gleich mal sagen, ich habe dich hier jetzt einmal gezockt ohne euch und habe hier jetzt ganz schön viele Lagerfeuer gebaut. Eins geht noch zu entzünden oder vielleicht auch zwei. Und hier habe ich jetzt so ein hohes Feuer irgendwie gebaut und hier noch so eine Mauer eben. Und heute habe ich vor, mit euch hier dieses Bauwerk zu bauen, fertig zu bauen. Wow. Und ich weiß, ja, das ist ganz schön hoch, gell? Ja. Weil ich höre hier immer zu. Naja. Wo soll man den Bäumen fällen? Soll ich hier ein paar Bäume lassen oder soll ich alles abholzen? Also warte, vielleicht liegen hier noch irgendwo Leichen. Ist das? Nein. Da liegen noch Leichen, genau. Da kannst du solche Köpfe mit, also solche Absteckdinger, damit die nicht näher kommen, bauen. Da habe ich da hinten schon zwei, pass auf, warte, guck. Die Leichen sind übelst geil, so, warte. Hier habe ich schon zwei davon, die musst du dann anzünden, dann kommen die nicht näher. So, warte mal, B. Da hier. Den habe ich noch nicht. Gut, dann baue ich den mal. Na, aber haben wir noch keinen. Wo sind denn die Hände? Ach da. Gut, dann mache ich hier einen hin. Vielleicht haben wir es auch schon alles vollständig. Ah, scheiße, einer von drei Steinen. Ein Lurch. Komm. Jetzt rennt er auch noch weg, die Sau. Ach ja, hier der Baum, guck mal, da kann man einfach rein. Oh. Leuge. So, warte, hier. Naja, egal. Wir haben 3 von 188, also sollten wir uns jetzt mal dranhalten. Ich brauche noch einen Stein, ich brauche unbedingt noch einen Stein. Dann vollende ich das und dann... Pff, scheiße, da drüben ist schon wieder so eine Alte. Ist sie wieder gerade durch den Baum gelaufen? Ja. Okay. Es geht nur, wenn man rennt. Kann man überall durchlaufen? Wenn man rennt, kann man überall durchlaufen. Wie geil ist das denn? Hier liegt irgendwie ein Stamm. Hier drüben ist auch irgendwo das Flugzeug. Wo ist denn jetzt? Ich brauche hier mal einen Stein. Hier liegen bald Steine rum. Können wir ihn aufnehmen? Nein. Aber wir können drin stehen. Hm. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jemand? Was war das denn? Ach, der Backhase. Ein Stein. Scheiße. Ich höre sie. Ich höre die Alte. Ja, die Alte, die uns die ganze Zeit schon verfolgt. Ups. Das war jetzt schlau. Was ist das? Das war aus Versehen jetzt. Was ist denn die Alte? Ja, die Alte, diese Tussi da, warte, ich zeig's dir, wenn sie mal kommt. Toll, jetzt wird immer nur Einstein. Warte, wo ist denn jetzt? Gut, wir haben sie abgehängt. Ja, diese. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich das Walkie-Talkie rausgeholt. Naja, egal. Ja, wir brauchen nur noch einen Stein, verdammt, dann können wir endlich mit dieser Riesenhütte anfangen. Durch! Alter, wieso? Och Junge, ich hab den noch mitten in die Fresse geschlagen. Hä? Ey, hallo? Was überall geht. Das ist noch ein Stein. Jetzt hab ich ihn endlich. Alter, ich hab da fünfmal. Ich kann nicht mehr aufnehmen, deswegen sieht es so aus. Da ist noch einer. So, jetzt anzünden. Oder? Ja. Und jetzt kommen die da nicht mehr hin. So. Gut, jetzt holen wir uns die Baumstämme für das Haus. Wir holzen jetzt alles ab. Und ich hoffe mal, dass hier keine Eingeborenen kommen. Oh, habe ich denn schon angefangen oder wieso geht der so schnell? Da ist wieder der Backhase an der Seite rechts. Okay. Ja, war da gerade, warte. Guck da, nee, warte mal, ist er da noch? Nö. Da oben, guck, da hängt er. Guck da! Der läuft zurück und dann ist er auf einmal wieder da vorne, aber naja. Ich höre Schritte. Irgendwo höre ich Schritte. Naja, egal. Ja klar, Robin. Komm jetzt, fall den Baum endlich. Das soll aber immer von einer Seite den Baum fällen. Ja, das geht auch. Hey, was ging jetzt? Das hat mich zurücktransportiert irgendwie. So, jetzt ist er down. So, fehlen wir gleich mal den nächsten. Guck, und das ergibt jetzt Stöcke. Das Ding da.
Guck, wenn ich den fail, gibt das Stöcke. Auf Wiederbau. Ja. Ist voll scheiße. Das ist ein Baum, man fällt ihn genauso wie ein Baum, dann gibt er nur Stöcke ab. Vielleicht bin ich durch, guck. So. Guck, jetzt sind es nur Stöcke. Gucken, jetzt sind es 3 Stöcke bloß. Ja, okay. So, jetzt der Baum gibt aber richtiges. Deswegen fällt mir den jetzt auch. Jetzt fällt er. Jetzt haben wir sogar doppelt geschlagen irgendwie. Ich höre überall Schritte. Die ganze Zeit. Jetzt steht sie nicht mehr. Steht sie nicht, sonst würde ich Piano-Musik hören. Der Lurch! LOL! Der Lurch denkt, der Baum wäre noch da. Ein schwebender Lurch. Der Lurch! Jetzt hängt er da! Alter! LOL! Der Lurch hängt da erstmal in der Luft rum. In der Luft rum, meine ich. Achso, ja, der ist wieder so ein Scheißbaum. Ja. Ja. Mama, wir machen gerade ein Let's Play, gell? Mama, wir machen Let's Play. Okay. Ja, wir haben das reicht. So, wir haben hier jetzt auch neu gespawnte Koffer und ja, Robins Vater kommt irgendwann und holt ihn auch ab. Wir haben Low Energy, scheiße. Irgendwas essen. Ach, wir haben noch Schokoriegel. Das ist nicht Energy. So. Jetzt können wir wieder schön fehlen. Ja, vor allem mit einmal ist hier so ein riesen Stück weg, aber das ist ja auch nur eine Alpha-Version von dem Spiel. Also das Spiel ist ja noch gar nicht richtig. Es gibt's ja noch nicht richtig. Ich glaube auch Forest wird irgendwie eine ewige Alpha-Version bleiben. Weil wir haben jetzt die Alpha-Version. Okay, der Baum ist out down. Wir haben jetzt die Alpha-Version 0.10, glaube ich. Was ist das denn? Kann man das essen? Wir haben jetzt das gegessen, glaube ich. Ja. Läuft, wir haben einfach mal einen Baum gegessen. Wieso kommen denn die Eulengeborenen nicht? Wir haben die jetzt schon die ganze Zeit nicht gesehen. Was in der Alpha-Version? Was? Was in der Alpha-Version? Ja, und? Achso, ja, ja. Also, das ist ja nur eine Alpha-Version und das heißt, das Spiel ist noch nicht wirklich auf dem Markt. Also ist das Spiel auch noch nicht wirklich draußen. Also, das Spiel ist wie ein Beta. Nee, Beta kommt erst nach Alpha. Also, Alpha ist das, was noch eigentlich noch gar nicht draußen sein dürfte. Was bei The Forest aber eben jetzt schon draußen ist. Und ja, wir kommen dann als nächstes kommen wir dann in die Beta-Version. Aber das wird auch noch eine Zeit lang dauern, denke ich mal. Weil ihr seht ja, hier ist noch alles verbuggt und man kann noch. Man kann ja durch den Baum rennen, zum Beispiel hier. Achso, ja, jetzt geht's gerade nicht. Wartet. Ey, jetzt geht's wieder nicht. Naja, jedenfalls vorhin habt ihr das ja gesehen. Wir können durch alle Bäume durchrennen, wenn wir rennen. Durch alles durch, wenn wir halt rennen. Das ist. Eigentlich ist das ganz praktisch und dazu liegt wieder eine Leiche. Naja. Ja, weil die sich selber manchmal töten. Jetzt hast du mich verschoben, boah. Die töten sich manchmal selber. Also es gibt ja jetzt auch Dorfbewohner natürlich. Jetzt bin ich bei Minecraft. Jetzt gibt es ja auch Dorfbewohner, die anderen Eingeborenen töten, also angreifen. Das finde ich, die sind nett, aber die greifen mich auch an. Also es gibt jetzt zwei verfeindete Stämme. Die Schlachten machen. Mal, und da liegen dann halt überall. Ich weiß, ja, ich bin dann. Wenn der Baum dann kaputt ist, bin ich dann einfach durch. Guck, jetzt bin ich durch. Durch. Okay, jetzt müssen wir erstmal bauen, bevor sich die Stämme wieder wegspawnen. Alter, guck mal, bis hier alles rumliegt. Naja, wir haben fast alle Bäume gefällt. Aber ich bin mal gespannt, was das dann für eine Hütte gibt. Bestimmt eine richtig geile. Also ich konnte auch auswählen, wie hoch die sein soll. Ich habe sie so hoch wie möglich gemacht, damit wir so sicher wie möglich sind. Und ja, das ist ganz praktisch eigentlich. Das ist wie das Baumhaus. Das Baumhaus ist auch sicher komplett, aber ich krieg's halt nicht so gut hin,
da eben hochzuklettern. Deswegen ist das scheiße. Alter, guck mal die ganzen Baumstämme an. Und der Wind rauscht und ihr hört's nicht. Leider Gottes, aber der Sound wäre viel zu laut für euch. Und wir haben noch keinen Ureingeborenen gesehen, außer den Toten da. Noch 173, Alter. 173, Mann. Oh, hoffentlich schaffen wir das noch in den Part. Naja. Mein Vater kommt. Ja. Und wenn nicht, mache ich dann halt alleine weiter. Aber ich will das auf jeden Fall noch fertig machen, weil... oder werden jetzt eigentlich Bauwerke, die man angefangen hat... Oh, fuck. Da drüben kommen sie jetzt endlich mal. Ich renne rückwärts. Die Bösen, guck sie dir doch an, Alter. Guck, warte. Och, jetzt sind sie wieder weg. Ne? Die Ureinwohner waren gerade da. Jetzt. Ich muss hochgucken, um das zu bauen, Alter. Hier liegt dieser Tote durch, ja. Durch. Ich hab's in Rechnung gesehen, Ja, das ist ein bisschen scheiße, aber wenn das dann fertig ist, haben wir ein richtig geiles Haus. Und deswegen will ich das... Nein, wenn jetzt die Ureinwohner kommen, kannst du mir die Leute nicht sehen. Naja, die sehen mich dann aber auch nicht, also ist das eigentlich ein Vorteil. Wieso rennen wir eigentlich nicht, sag mal? Da rennen wir jetzt, hier machen wir unsere Energy halt leer, aber egal. Ups, jetzt habe ich den Sound losgemacht, geht's wieder an. Jetzt wollte ich mit E reden. Noch. Wir haben erst 28 von 188. Ich habe eh nicht mehr. Naja. Vielleicht schaffen wir es noch. Wir haben ja noch knapp 15 Minuten. Wir haben noch genau 15 Minuten. Hier muss mal wieder was fehlen. Alter, wie er die ganze Zeit schnauft. 34 haben wir erst, Alter. Jetzt ist Energy schon wieder alle. Das ist gut, wenn man da mal was zu essen dabei hat. Ja, es ist mal fast nix, Junge. Oder ob du den Ureinwohner hinlaufst? Ja, die haben da nebenan sogar ein Dorf. Ja, dann, die spawnen dort halt an der Stelle, also ist das ganz schön unpraktisch, wenn man da hingeht eben. Hier liegen die gleichen Teile. Müssen hier mal ein bisschen Energy sparen. Nein, jetzt höre ich noch nichts mehr. Also ich höre noch die Geräusche des Waldes, aber es steht euch nicht mehr. Da drüben ist noch einer. Lurch! Wir sind so schnell wieder lurch. So, jetzt müssen wir wieder Bäume fällen. Das kostet wieder Energy. Naja, aber es fehlt. Wir haben schon ganz schön was. Ganz schön viel, muss ich sagen. Okay, es wird schon Nacht gleich. Da ist wieder Backhase. Guck. Da wieder läuft. Warte, da. Der backt zurück und ist dann wieder auf einmal da vorne. Warte, guck da. Guck mal da. Zurück und vor und zurück und zurück. Geil, gell? Durch. Jetzt höre ich Schritte. Sind deine eigenen. Nee, das ist auch wenn ich vor dem Baum schlag, höre ich so. Ich höre es die ganze Zeit. Das habe ich mitten in die Luft geschlagen. Und wann? Ja, die kommen dann halt und laufen an und wollen mich töten. Was hast du jetzt von der Freundin mit der Hexe gelabert? Hexe? Ja, die alte. Die, das ist. Es gibt halt Frauen und Männer, wie in der normalen Welt. Und dann? Ja, und dann töten die dich eben, Mann. Und dann was mit dem Piano ein bisschen? Ja, wenn die kommen, dann geht's dann halt. Dumm. Also solche. Wie so Psycho oder eben. Oh. Weil ich im Baum zu. Was macht er wieder da sein komisches Streich? Wir müssen mal was essen. Andere Waffen haben.
Ja, da in der Höhle von denen gibt's noch so eine andere Axt, glaube ich. Aber ansonsten nichts. Also doch, man kann noch eine selber machen irgendwie, aber da weiß ich nicht, wie es geht. Ach, das, guck da, ja, da ist das Flugzeug. Und hier sind die Koffer. Und da gibt's immer Essen. Unendlich hat man. Wie kann ich jetzt durchhacken? Ach, jetzt. Jetzt wird's aber schnell Nacht, muss ich sagen. Ihr gebt mir die Botex oder wie es heißt. Ha, Hammer. Botex oder RX oder wie das heißt, gibt volles Leben. Gleich. Es ist erst 33, wir müssen erst 45 weg. Oh, Alter. Was hat er gesagt? Was? Okay, Leute, Planänderung. Ich halte jetzt mal den Part kurz an. Wir speichern jetzt mit den Gebäuden, hoffen einfach mal, dass es wieder da ist und dann Let's Play ich dann halt ohne Robin weiter. Guck mal da. Das ist Ja, da. ich weiß, es ist immer so, das ist komisch. So, jetzt speichern wir schnell und dann, ja. Sehen wir uns dann gleich wieder. Ihr merkt nichts von dem Cut, den ich gleich mache und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, es geht wieder weiter. Ich war jetzt schön bei einem gewissen Fastfood-Restaurant und habe echt schöne Sachen gegessen. Und das nächste, was ich jetzt sage, dann sollten es auch schon alle wissen, wo ich war. Es ist etwas Gewisses mit Monopoly. Und ja, ich habe zwei Jackpot-Codes. So, jetzt knacken wir hier mal wieder die Koffer, denn ich musste zwischendurch speichern, denn ich musste sehr schnell weg. Und das ist aber wirklich gut, dass wir hier immer sich wieder die Koffer regenerieren. Das ist wirklich sehr nice. Und jetzt spielen wir auf der 0.11, glaube ich, denn das Update ist gekommen. Jetzt haben wir es. So. Unsere Energy ist low. Oh, nur ein Riegelhammer. Schade. Hätten mehr gebraucht. Und ich höre Schritte. Nur ich weiß nicht wo. Und wir müssen natürlich auch noch das. Jetzt haben wir zwei Koffer mit einem aufgemacht. Sehr schön. Komm, nehmen das jetzt auch, Alter. Das geht einem so auf den Senkel, dass das so verbuggt ist hier die Aufnahme von dem Zeug. Ich kann es immer noch nicht aufnehmen. Ah, jetzt. Logisch. Wenn ich einmal drauf hau, geht's natürlich. So, jetzt haben wir's. So. Robin ist jetzt nicht mehr dabei, wie ihr bemerkt habt, wahrscheinlich schon, denn es war kein Gelaber mehr dabei. Und deswegen, ja, bin ich jetzt mal wieder alleine. Drüben ist das Dorf und jetzt fehlen mir noch ganz schnell die restlichen Bäume, das heißt ganz schnell nicht, aber wir versuchen so schnell wie möglich. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt gerade nicht hört, denn es ist, also ich höre ja. Und Set. So, und es wird wieder morgen. Das ist sehr schön. Denn ihr wisst, manchmal ist es auch so verbuggt, dass es auf einmal die ganze Zeit Nacht ist. Und die Nacht immer neu startet, wenn ihr schlaft. Das ist halt sehr scheiße. Ich höre hier immer. Okay, das ist nur ein Lurch gewesen. Ich nenne dieses Viech liebevoll Lurch. Aber Lurch passt einfach so gut. Ich will jetzt auch kein Nachmacher sein. Aber Lurch ist ein sehr gutes Wort. Ein Lurch. Okay, den Baum haben wir schon. Das ging jetzt ganz schön schnell, muss ich sagen. Und da drüben läuft ein Lurch. Boah, wie sie es immer anhört, wenn der Baum umfällt. Meine Güte. Ich höre hier ganz genau Schritte. Okay, aber das sind keine Menschenschritte. Und es wird ja morgen und es ist Abend wieder. Nein, es wird morgen. Hoffe ich. Ja, es sollte aber morgen sein, weil die Sonne geht ja gerade erst auf und es wird auch immer heller. Ja, es ist morgen. So. Ging es mal wieder schnell. Da läuft ein Mulch. Da läuft ein Mulch. Mulch ist auch ein gutes Wort.
Ich denke immer, diese scheiß Lurche wären Menschen. Naja, aber ich höre jetzt einfach mal nicht auf die Schritte, sondern nur auf diese Kommunikationslaute von den Typen, von diesen Leuten, sag ich jetzt mal. Und es ist immer noch extrem dunkel. Obwohl man meinen sollte, dass es jetzt langsamer Tag werden sollte. Ja, das ist halt... Ich kann nicht anders. Ich muss einfach gucken, ob hier was faul ist. Denn ich höre hier wirklich die ganze Zeit Schritte. Naja, aber das haben die wahrscheinlich extra so gemacht, dass sich Tiere fast nicht von Menschenschritten unterscheiden. Sonst würde es ja auch langweilig sein. Okay, da drüben rollen die Baumstämme schon runter. Oder war ein Vogel. Nur noch ein Schlag, ja. Und Leute, falls ihr es nicht wisst, bei mir sind jetzt Ferien, deswegen kurz nach Weihnachten folgt dann erstmal eine Let's Play Pause. Allerdings einen Tag nach dem Heiligen Abend gibt es dann ein Special. Und zwar, ich werde noch nichts verraten. Aber es wird einen Special-Gast geben, den ihr noch nie vorher in meinen Let's Plays gesehen habt. Und wahrscheinlich auch nicht so schnell mal wiedersehen werdet. Und wie gesagt, ich sage euch noch nicht, wer es ist. Und ja. Oh, jetzt brauchen wir erstmal was zu essen hier. Da drüben habe ich gerade Heidelbeeren gesehen. Hä? BTF? Was habe ich getan? Jetzt hatte ich auf einmal einen Vogel auf der Hand, lol. Nicht, dass ich das noch nicht gesehen hätte, aber ich habe nichts getan. Jetzt haben wir auf einmal einen Vogel in der Hand. Auf der Hand. Alter, das hört sich immer an wie Schüsse, aber ihr hört das ja nicht. So, jetzt bauen wir das erstmal an. Hier, wir haben hier wirklich schon fast alles abgeholzt. Aber dafür ist es auch ein sehr sicheres Versteck. Und irgendwie Tag will es hier nicht mehr wirklich werden, oder? Weil irgendwie ist es immer noch ganz schön dunkel. Ich fühle mich immer unsicher, wenn es dunkel ist. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt von Minecraft. Weil bei Minecraft ist es immer, wenn es dunkel ist, kommen da die Monster. Und da habe ich mir das hier auch so angeeignet, dass ich, wenn es dunkel ist, nicht aus dem Haus gehen will. Ich glaube, das hat mit Minecraft sehr zusammenhängende Probleme. Immer müssen wir hochklotzen, wenn wir da was anbauen wollen, also. Yes, wir haben den Hasen erwischt. Oder? Ja, haben wir. Wir haben ihn. So, hier liegt ein Baumstamm. Hier liegt auch alles voller Baumstämme. Naja, wieso auch nicht, gell? Sind ja, wir haben die ja gefällt. Da können die ja auch nicht einfach weg sein. So. Ich nehme mal die von hinten, weil da müssen wir nicht jedes Mal so weit hinterlaufen. Ist ja eigentlich auch logisches Denken, gell? Nicht alle haben diese Gabe, aber ich hab sie. Oh, jetzt laggt das wieder. Jetzt meint das wieder hier zu laggen. Laggen zu müssen, Entschuldigung. Wir haben hier wirklich fast alles abgeholzt. Naja, wen stört's denn? Wir sind ja hier fast die einzigen, die hier leben. Mit den Dorfbewohner. Ach, ich will immer Dorfbewohner sagen, auch wegen Minecraft. Oh, der Typ. Wow, die kommen angerannt. Scheiße, die kommen angerannt. Alter, wie die jetzt angerannt kamen. Gut, ich gehe jetzt einfach mal ganz schnell weg hier. Und Energy ist laut. Oh, hier sind noch ganz viele Baumstämme. Die hätte ich jetzt vergessen. Danke, ihr Dorfbewohner. Ihr Ureinwohner. Mann, nicht Dorfbewohner. Haben wir noch irgendwas zu essen? Oh, wir haben ein paar Snacks gefunden. Ganz vergessen. Natürlich auch eine neue Haut. So. Die nehmen wir schon mal auf. Hier liegen ganz viele Baumstämme. Aber erst gucken wir, ob die da sind. Ich glaube, die sind weg, oder? Und jetzt gewittert es auch noch. Und es regnet.
Wieso regnet es immer, wenn die Eingeborenen kommen? Ich weiß jetzt nicht, ob The Forest das extra gemacht hat, also die Macher. Das sind schon... Scheiße, jetzt habe ich so einen Schrei von den Typen gehört. Es ist halt scheiße, dass ihr das nicht hören könnt. Aber sonst, wenn ich den Sound aktiviere, dann wäre das viel zu laut für euch. Und ich habe das auch auf 1%, auf den Parts, wo ich Sound aktiviert hatte, hatte ich alles auf 1%, den ganzen Sound. Den kompletten Sound hatte ich auf 1%. Und es war trotzdem so extrem laut. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber jetzt mal im Ernst, es fängt immer an zu regnen, wenn die Dorfbewohner... Also, ey, das gibt's nicht. Ich sag immer, ich werde das nicht mehr lernen. Ich sag immer Dorfbewohner. Die Ureingeborenen kommen. Jedes Mal, ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht geregnet hat, wenn die nicht gekommen sind. Als dass es geregnet hat, wo die nicht da waren. Jetzt müssen wir auch mal bald fertig sein hier. Warte mal, wie viele fehlen noch? 128, Alter. So eine Blockhütte hätten wir jetzt schon. Gut, dann machen wir jetzt hier oben weiter mit den Bäumen. Nein, das ist ja eine Blockhütte. Bloß ich habe die jetzt auf so riesigen Stelzen gebaut. So. Ist halt schade, dass jetzt der Robin nicht mehr dabei ist, aber... Naja, der wird schon noch oft genug dabei sein in den Parts, denn er kommt echt oft zu mir. Und mit meinen ganzen anderen Freunden habe ich mich momentan echt gestritten. Wie auch die Leute, die meinen Clan bei Clash of Clans sind, sehr gut beobachten konnten. Und ja. So läuft halt mein Leben. Da spielt vor sich hin. Ich let's play hier schön weiter. Ja. Die anderen suchen sich einen Job und ich sitze in meinem Wohnzimmer und let's play hier schön The Forest. So ist das doch schön. So, der ist auch schon wieder um. Ah, jetzt streichelt er hier wieder den Baum. Das ist doch ein Müll, Alter. Warte, wir lassen ihn erstmal aufladen. Ah, da unten sind sie schon wieder. Naja, mir egal. Da war ein Rabbit. Die sind da immer noch, die glotzen, glaube ich. Ja, lass ich sie glotzen, ey. Das Schöne ist ja, wenn man einfach ein bisschen wegrennt, so, jetzt sind sie auch schon weg. Wenn man einfach ein bisschen wegrennt, sind sie dann auf einmal weg. Hier sind noch ein paar Bären. Das ist auch sehr schön, dass die jedes Mal neu kommen, wenn man gesafe-gamed haben. Das ist wirklich wunderbar. Ich höre Schritte, mal wieder. Achso, das ist der Lurch, der da vorne lang krabbelt. Was hatte ich vorhin gesagt? Molch. Ich sage jetzt einfach Molch dazu. Ich habe jetzt einen Schrei von denen gehört. Also das war jetzt ganz sicher kein Lurch. Das war definitiv kein Lurch. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit Fällen. Wir brauchen nämlich definitiv noch sehr viel. Wir brauchen so viel, dass wir den Part wahrscheinlich sehr lange überziehen. Dann machen wir halt heute mal 40 Minuten wahrscheinlich. Und da vorne kriegt schon wieder ein Molch. Gut, wir nehmen die, diese Echsen da, jetzt Molt und die, na, was gibt's denn noch? Die Hasenrabbits. Alter, der Baumstamm. Boah, Junge. Aber die Eingeborenen haben uns noch nicht gestört. Da bin ich sehr stolz drauf, also froh drüber. Auf die kann man ja nicht stolz sein. Oh, ich dachte, da drüben wäre jetzt einer. Das hätte jetzt gepasst. Und vor allem, ich habe vorhin erstmal ein Bird auf der Hand gehabt. Ich weiß aber nicht, welche Taste ich gedrückt habe. Ich habe eigentlich gar nichts gedrückt. So, wir machen hier mal munter weiter. Und fällt in den Baum. Na komm, fällt jetzt. Was ich sehr schön finde, dass die Axt nicht alle geht, weil sonst hätten wir irgendwann ein Problem. Aber wir können ja auch eine selber machen.
Und jetzt sollten wir fast alles, alle Bäume schon haben. Sollten, wie gesagt, ich glaube, ich habe mich wieder 100 pro verrechnet oder so, also ich bin mir da nicht so sicher. Bloß, es sieht schon sehr fortgeschritten aus, das Haus. Und jetzt klingelt unser Telefon. Alter, ich dachte, das wäre fertig. Das wäre es jetzt gewesen. Da stand vor ein paar Minuten noch 128. Und jetzt ist es auf einmal schon fertig. Alter, wehe, das ist jemand für mich und der stört jetzt mein Let's Play. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Boah, wann hört denn der auf? Wer ist denn das? Oh. Jetzt habe ich aus Versehen das Telefon rausgeholt wegen den Typen, Alter. Meine Fresse, ihr hört das wahrscheinlich auch. Alter, ich dachte jetzt, dieser rote Busch da wäre ein Eingeborener. So ein kleiner roter Eingeborener, hm? Kann man sich doch auch vorstellen, oder? Jedenfalls ich kann es mir vorstellen. Ich habe, glaube ich, gerade so ein gehört. So, momentan habe ich wirklich Angst hier zu sterben. Ihr hört ja den Sound nicht, aber ich höre den ja. Ups, ich bin auf Arm angucken und nicht auf Rennen gegangen. Aber der Knopf war es auf jeden Fall nicht mit dem Vogel. Früher gab es da ja ein extra Wappen zu, oder Wappen, oder wie es heißt. Wappen. Und den gibt es jetzt aber nicht mehr. Es ist unglaublich mit den Schritten. Das irritiert einen so. Dabei sind es die ganze Zeit nur Molche. Oder Hasen, oder was ja auch immer langläuft. Ich hatte ja schon mal einen Part angefangen, der war dann viel zu laut von der Musik her. Und in dem Part war alles voller Schildkröten. Überall waren Schildkröten. Alles war voll mit Schildkröten, ganz ehrlich. Da waren überall Turtles. Und der Typ war, glaube ich, ein Ureinwohner. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Warte, wie viel braucht man denn noch? 82. Oder haben wir 82 und brauchen noch 100? Das wäre jetzt ein bisschen scheiße. Naja, egal. Wir überziehen halt mal. Und dann bauen wir eben das Haus fertig. Denn die meisten wollen einfach nur sehen, wie das dann am Ende aussieht, wie man das baut. Und ja. Jetzt müsste aber auch mal bald fertig sein. Also es fehlen ja noch 82. Jetzt ist die Energy schon wieder lau. Oh, ey. Der Kunde, wie er dann immer schnauft vor allem. Hier liegt auch noch alles voller mit Baumstämmen. Naja, der Marken ist noch voll. Jetzt müssen wir erstmal nichts essen. Jetzt laufen wir einfach ganz langsam hier hoch. Das sind durch, die können wir aber nicht mehr aufnehmen. Das weiß ich ganz genau. Das ist nämlich schon alles alle. Oh, jetzt lädt es natürlich nicht mehr auf. Weil wir jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Toll. Toll. Jetzt müssen wir uns einen Lurch braten oder ein Kaninchen eben. Je nachdem. Mama, ich mach gerade ein Let's Play. Mal wieder. So, jetzt ist es auch bald fertig. Und wir haben tatsächlich erst 88. Toll. Nee, jetzt kriegen wir erstmal durch. Mulch. Ja, das ist so. Man muss in the Forest überleben. Man muss da einen Mulch braten, um zu überleben. Was? Okay, zum Abendessen gibt's Lurche. Danke, Mama. Ja, so läuft das bei mir. Ich finde es auch scheiße, dass man nicht die Lurche, die gebratenen, einfach behalten kann und dann irgendwie unterwegs verzehren kann. Das ist ein bisschen kacke, aber naja, also es wäre so ein Wunsch, den man noch in ein neues Update mit einbringen könnte, dass man den dann aus dem Feuer rausnehmen kann und dann einfach mit sich rumtransportieren kann. Ah, jetzt ist hier Essen fertig. Und der ist gleich auch fertig. Na, wo war das denn jetzt? Nein. So, jetzt haben wir's. Gut, Energy ist wieder voll. Jetzt können wir wieder schön rumrennen. Und Lurche töten und ja, unser schönes Dings halt machen. Unser schönes The Forest Leben. Ja, wir brauchen noch 100. Das heißt, wir müssen nochmal doppelt so viel machen. Also, ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich jetzt durchziehen soll.
Aber. Naja, ich will das jetzt eigentlich fertig kriegen. Eigentlich, also. Wir könnten theoretisch auch im nächsten Part weitermachen. Aber ich will das eigentlich fertig haben. Gut, mach mal YOLO. Ist mir egal, ob es jetzt übelst lange dauert, das hochzuladen. Ich mach das Haus jetzt fertig. Auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist. Aber ich werde ja noch ein bisschen was erzählen. Da wird, naja, wieder ein bisschen spannender. So, liegen hier noch irgendwo Stämme rum? Ja, da. Oh, Energy is low. Okay, aber sie lädt sich ja jetzt wieder auf, also ist es nicht mein Problem. Naja gut, es ist schon mein Problem. Aber es lädt sich ja jetzt selber wieder auf, also, ja. Ich laufe mal ein bisschen langsamer, damit wir noch ein bisschen dann Energy haben. Wir fällen die jetzt auch mal in der Nähe, damit ich nicht mehr so weit laufen muss. Und jetzt lägt The Forest wieder. Hey, hier klopft jemand. Lol. Das hat gerade so extrem gelaggt, dass jetzt hintereinander 4 Klöpfer kamen von mir. Die von mir aber. Boah, ist schon 20 und 9, Alter. Wie lange Let's Playen wir jetzt schon? Also die halbe Stunde haben wir auf jeden Fall. Gut, der fällt schon. Und jetzt lägt das wieder so extrem. Das darf nicht wahr sein. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Komm jetzt. Also eigentlich könnte ich es ja auch so machen, dass ich mein Headset jetzt einfach vor den Computer lege und ihr den Sound über die Kopfhörer hört. Gut, der ist auch auf. Aber ich probiere das mal im nächsten Part. Ich mache dann mal eine einzelne Testaufnahme. Alter! Oh. Aber vorhin, ihr wisst ja noch vorhin, als der Lurch, also der Molch, als wo der geschwebt ist, wo wir den Baum gefällt haben, dann ist der Lurch, der Molch da den Baum hochgeklettert. Das sah ganz schön lustig aus. Als der Lurch dann geschwebt ist. So heißt, deswegen heißt das Let's Play wahrscheinlich auch so, vielleicht. Werde ich so nennen. Und zwar ist der schwebende Lurch mit Robin. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Jo, wir sind ja mitten in dem Baum drin. Ultra logisch. Also ich habe wirklich Angst vor den Dorfbewohnern, aber naja, die meisten sehen das eigentlich ganz gechillt. Die lieben die Dorfbewohner. Und in den früheren Versionen von The Forest, in den früheren Alpha-Versionen von The Forest, muss ich dazu sagen, waren die Dorfbewohner ja auch mal untereinander beschäftigt, sich gegenseitig umzubringen. Dann haben die sich manchmal festgebackt und ja. Und ja, ich kenne mich auch aus. Ich spiele das Spiel nämlich auch schon seit der 001 Version. Oh, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Low Energy machen. Der ist nämlich schon gleich tot. So, der ist auch tot. Was war jetzt? Oh mein Gott. Hier ist 100 pro einer. Scheiße. Ach du Scheiße. Habt ihr es gesehen? Nein. Scheiße, wir sind verloren, Leute. Ich renne gerade so schnell ich kann, gell? Nur damit das wisst. Wieso kann ich nicht reden? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich höre es nicht mehr. Vielleicht sind sie weg. Es ist Nacht. Und wir können nicht mehr reden. Scheiße, wir müssen zu unserem Unterschlupf. Komm schon, schnell. Bitte. Ich sehe gar nichts. Das ist die beschissenste Zeit, um hier draußen rumzulaufen.
Denn jetzt um die Zeit sieht man fast gar nichts. Und ich kann nicht mehr schlagen. Toll. Ich kann nicht mehr rennen und nicht mehr schlagen. Das ist jetzt eine Verarsche. Wenn das nicht geht, auch nachdem wir aufgestanden sind, dann, jetzt geht's wieder. Gut. Jetzt haben wir gepennt, alles wieder in Ordnung. Ist klar. So, jetzt, ja, rennen können wir auch wieder. Das ist irgendwie, naja. Okay, vielleicht dachten die sich das so, dass man jetzt ausgeruht ist und dann kann man auch wieder rennen. Naja. Stimmt jetzt zwar nicht so ganz, aber dass man dann auch volles Leben wieder hat, das ist auch ein bisschen seltsam. Naja. Aber wir machen jetzt hier wirklich schon zu lange. Ich kann das gar nicht mehr hochladen. Naja, obwohl Geburtstagsspecial war auch 2 Stunden Let's Play. Und es ging auch noch so hochzuladen. Da drüben ist auch noch einer. Wo hier? Genau, da läuft ein Lurch lang. Mulch, ich will Mulch sagen. Ich sag anderen trotzdem Lurch. Wie viel haben wir? 102 von 188. So, jetzt haben wir schon weit über die Hälfte. Na komm, nehm. Jetzt. Der hat jetzt nicht genommen, Alter. Na sowas. Steh ich da im Baumzimmer und so. Vielleicht zählt ja dieses Grundgerüst da einzeln und die Hütte auch. Also wenn das so ist, dann bauen wir im nächsten Part dann die Hütte weiter. Und bauen jetzt nur das Grundgerüst da fertig. Aber ich glaube, das ist nicht so. Und ich mache hier aus Versehen andauernd den Sound weg und wieder an. Die ganze Zeit. Weil ich drücke aus Versehen immer auf die leiser Taste. Und ich glaube, wir fangen jetzt schon an, dieses Haus da oben zu anfangen zu bauen. Also. Man kann ja da auch diese Plattformen da irgendwie bauen, aber. Da bin ich mir nicht so sicher, wie das alles funktioniert und so. Aber ich denke mal, da oben in die Hütte können wir auch ein Feuer reinbauen. Aber ich weiß es nicht zu 100%, aber ich denke schon. Jo, der Stamm da schwebt. Na klar. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, aber. Okay, schwebende Stämme. Jo, hier auch noch einer. Naja, wie gesagt, ist ja auch alles eine Alpha-Version. Wir sind noch nicht mal in der Beta. Also wird das auch noch ein bisschen dauern. Bis The Forest ein wirkliches Spiel ist und dann nicht mehr verändert wird. Also denke ich, das wird naja noch ein bisschen dauern, weil da man kann ja da noch viel mehr Sachen einfügen, noch ein paar andere Bären, noch Koffer, ein paar andere Farben, noch mehr andere Dorfbewohner vielleicht, was also, ach. Ich lern's dies Jahr wieder nicht. Also ich lern's auch nächstes Jahr nicht. Bald ist ja 2015. Und da lerne ich es wieder nicht, dass die Ureingeborene heißen und nicht Dorfbewohner. Alter, warum backt denn das nur so rum? Ich krieg bald, also. Das nervt schon ganz schön, dass das so lädt. Und ich hoffe, dass die Bäume irgendwann mal nachwachsen, gell? Weil ich will nicht hier irgendwann komplett so. Ohne Baum da stehen. Aber ich denke mal, die wachsen nach, weil hier haben wir die eigentlich schon gefällt, dachte ich. Und jetzt steht da wieder jemand, also einer. Okay, jetzt. Warte mal, wir machen noch Pause. Jetzt gehen wir mal auf Options und machen die Press Color Grading. Epic. Na gut, lassen wir es mal so. Krass, wäre Gefahr. Na, machen wir mal lau. Und jetzt hört es anscheinend aufgegangen. Nee, doch nicht. Oh, das sieht eigentlich viel schöner aus. Finde ich. Sieht viel hübscher aus nochmal. Irgendwie, gell? Weil jetzt ist das. Aber laggen tut's immer noch. Tom Frank, Gary LP sagt immer, lackt.
Das, er weiß, ich weiß nicht, ob er weiß, dass es Lagged heißt. Aber ich denke schon, und er sagt es nur, er sagt es mit Absicht so falsch. Denn er sagt gerne Sachen. So. Oh, die Energy ist gleich wieder alle. Scheiße, dazu bist du eine Dorfbewohner-Tussi. Haben wir noch was zu essen? Bitte, haben wir noch was zu essen? Der Blumen läuft die lang, wir müssen mal uns was zu essen machen. Da fehlt der Baum, naja. Egal. Oh, Junge. Warum? Ich will nicht, dass es lägt. Ja, jetzt geht's natürlich wieder ein bisschen, aber... Wir legen mal zwei Sachen rein. Und ich habe hier, wie gesagt, auch schon angefangen mit der Mauer und so, und ja. So, das grillen wir mal schön hier. Können das Ganze auch noch beschleunigen mit hier Blättern. Ich brauche noch 70 Gatherlogs. Der ist noch nicht ganz fertig. Yum. Lecker. Jetzt war ich doch gerade beim Essen. Oh Mann. Jetzt haben wir es. So. Jetzt haben wir wieder Full Energy. Können wieder schön weiterarbeiten. An unserem riesigen Haus. Aber wenn wir das Haus haben, haben wir wirklich schon was erreicht. Und dann können wir uns auch den Pfad, also naja. Den Pfad von dem mit den Bäumen, da können wir uns eigentlich abschminken, denn wir haben hier fast alle Bäume. Alter, was ist denn das hier nur für eine Scheiße? Was ist das nur? Hey, und irgendwie... Alter, wieso werden wir ständig zurückteleportiert? Okay, jetzt ist schon down. Naja, irgendwas stimmt da nicht. Das ist wahrscheinlich, weil ich schon The Forest so lange offen hatte. Denn als ich weg war, hatte ich... Forest weiterhin offen. Also liegt es wahrscheinlich daran. Also ist wahrscheinlich meine Schuld, aber im nächsten Part wird es dann natürlich wieder besser sein. Hoffe ich. Und wir sind auch bald fertig und wir haben schon 20.20 Uhr, ey. Das geht jetzt schon so lange, das Let's Play. Ich dachte, wir schaffen das tatsächlich in einer halben Stunde. Und das lägt so extrem, das ist doch abnormal hier. Das gibt's so nicht. Jetzt geht's wieder normal. Jetzt fängt's wieder ein bisschen an. Jetzt ist wieder Lag-Alarm. Jetzt ist durch, so. Alter, das geht einen so auf den Sack, wenn das so lagt, Mann! Das gibt's so nicht. Du sollst es slow und dann fastest. So. Ja, also fast ist das ja nicht gerade, gell? Naja, okay. Das zackt doch nur noch hier. Das ist wieder so ein Baum, der nicht als Baum zählt, oder was? Durch. Und da liegt er. Wir haben getötet. Ey, was? Leute, das macht echt keinen Spaß mehr. Ich hier mit dem Part. Ich nehme jetzt noch die Hölzerchen, die wir hier noch gefunden haben, mit. Das kann nicht wahr sein! Wieso sagt denn das nur so rum? Wieso? Diese Geräusche lacken auch hier. Oh, ey. Man kann überhaupt nicht mehr gehen, richtig. Alter.
Ja, sag mal, geht's eigentlich noch? Jetzt. Scheiße. Ich hab den Piano gehört. Ich hab die zwar nicht gesehen, aber wir speichern jetzt schnell. Ganz schnell. Da drüben steht sie noch, die alte. So, jetzt, wie gesagt, speichern. Und jetzt hat sich's aufgehangen. Na komm. Okay, egal. So, Leute. Okay, jetzt speichert es. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich speichere jetzt noch schnell zu Ende. Und da bauen wir unser wunderschönes Haus zu Ende. Bis dahin erstmal. Bis bald. Ich hoffe, der Part mit Robin und den fliegenden Lurch hat euch gefallen. Und so, jetzt sind wir auch hier fertig mit Speichern. Ich speichere jetzt, wie gesagt, und loade das Game. Da drüben flitzt die Alte noch rum. Warte mal, lädt das jetzt noch? Okay, nein, Baumstamm. Die Baumstämme können wir ja noch machen. Schnell. Außer. Ach ne, das ist ein Hase da oben. Jetzt noch schnell hier die paar Baumstämme hin. Und dann sehen wir uns. Shit. Okay, egal. Die paar können wir uns leisten, dass die weggehen. Wir sehen uns im nächsten Part und bis bald.